Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Ja, Minen auf so kleinen Nebeninseln mit einem Kraftwerk boosten, um die Produktion zu verdoppeln. Das ist eine feine Sache. Aber das Ganze auch noch ohne extra Ölbedarf, das geht tatsächlich. Und wie, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, und damit wieder ein herzliches Hallo und Willkommen hier auf meinem Kanal, der Heinz. Schön, dass du zu diesem Anno-Tutorial wieder eingeschaltet hast. Hier auf dieser Insel Bay sieht man, habe ich drei Minen. Da ist eine Eisenmine, eine Kohlemine und gleich noch eine Eisenmine. Und die würden normalerweise so mit 100% vor sich hin produzieren. Meine Minen hier produzieren aber mit über 300%, und das hat etwas mit der kleinen Handelskammer hier zu tun, in der ich Items habe, um die Produktion zu boosten. Darüber hinaus gibt es hier auch ein Kraftwerk, und wie ihr wisst, produziert hier ein Kraftwerk Strom, und mit diesem Strom können wir die Produktivität von den Minen schon von 100 auf 200% anheben. Lasst uns aber jetzt einen Blick werfen, warum ich behaupten kann, dass ich auf dieser Insel keinen extra Ölbedarf erzeuge. Ich habe zwar einen Ölhafen, der zur Lagerung des Öls, und ihr seht, der ist fast voll, zur Lagerung des Öls vonnöten ist. Hier kommt aber nie ein Schiff an. Hier bringt also nie ein Öltanker Öl hin. Und trotzdem habe ich immer mehr als genug, um dieses Kraftwerk zu betreiben. Zauberei? Nein, nein. Wir schauen mal hier in die Handelskammer rein, und es geht im Endeffekt um dieses erste Item hier. Jörg von Malching, Augur des Aurum. Dieses legendäre Item beeinflusst alle Minen und Steinbrüche. Und zwar, das ist das Schöne, nicht nur in der Form, dass es 70% Produktivitätssteigerung bringt. Das finde ich schon eine ganz ganze Menge. Nein, es produziert auch noch gelegentlich extra Gold und Öl. Das heißt, wir lassen einfach unsere Minen hier produzieren und ein Eisen- bzw. Kohlestück nach dem nächsten aus den Minen tragen. Und zeitgleich erhalten wir noch Gold und eben Öl. Und dieses Öl landet automatisch hier bei uns im kleinen Ölhafen. Und von da aus kann ich es dann nutzen, entweder um eben mein Kraftwerk zu betreiben, um die Produktivität noch weiter anzukurbeln. Ich könnte aber auch sagen, dass ich die Minen einfach auf den 170% beispielsweise mit von Malching laufen lasse und das Öl mit einem Öltanker abhole, um andere Inseln hier in meiner alten Welt entsprechend zu versorgen. Vielleicht noch einen kleinen Blick in die Handelskammer. Was habe ich persönlich da jetzt noch drin? Hier gibt es dann noch den Ferras, den kennen ja wahrscheinlich die meisten, mit 50% Produktivitätssteigerung und 10% Arbeitskraftabzug, Unterhaltskosten 10% weniger, und der Aufstandsgefahr wird auch um 20% gesenkt. Und das letzte Item ist auch gerade für solche Mineninseln unfassbar attraktiv, der erstklassige Sapeur, denn der beeinflusst auch alle Minen- und Steinbrüche und bringt nochmals 50% Produktivitätssteigerung und reduziert aber die erforderlichen Arbeitskräfte um 75%. Im Endeffekt wäre es so möglich, wenn man auf einer Insel eben nur eine Mine hätte, also nur quasi Kohle, Erzproduktion aus Minen, dass man gar kein eigenes Dorf mehr aufbauen müsste, denn mit den 200 Bonusarbeitskräften, die wir ja ohnehin schon haben, plus den Abzügen aus der Handelskammer, wäre es dann möglich, das Dorf hier zu verkleinern, beziehungsweise gar kein Dorf mehr zu haben. Und das habe auch ich hier gemacht, denn wenn wir hier mal hinschauen, seht ihr, dass es hier keinen einzigen Arbeiter gibt. Dieses Dorf besteht eigentlich nur noch aus Bauern und ist ein Relikt aus früheren Zeiten. Das könnte ich jetzt bedenkenlos abreißen, und diese Insel würde völlig autark funktionieren. Probiert das doch auch mal in einem eurer Spielstände aus. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Prinzip habt, dann schreibt mir die unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Video mit euch zusammen. Macht's gut, bis dahin, ciao, euer Heinz.